Diese Ratte soll Tuberkulose erschnüffeln. In Mosambiks Hauptstadt Maputo hat die belgische Hilfsorganisation Apopo dazu ein Forschungszentrum aufgebaut, nach ersten Erfahrungen in Tansania. Die Organisation setzt auch bei der Minenräumung auf die Hilfe von Ratten. An Tuberkulose sterben jedes Jahr Hunderttausende Menschen weltweit, trotz Fortschritten im Kampf gegen die Infektionskrankheit. Die Forscher in Maputo arbeiten mit den in Afrika heimischen Gambia-Riesenhamsterratten. Sie sind freundlich, zahm, leicht zu dressieren und haben einen guten Geruchssinn. Dadurch können sie den spezifischen Geruch von Tuberkulose gut erschnüffeln. Die Ratten bekommen verschiedene Speichelproben vorgesetzt. Manche enthalten den Tuberkuloseerreger, manche nicht. Beim richtigen Erschnüffeln einer positiven Probe bekommen die Tiere eine Belohnung. Manchmal erschnüffeln die Ratten den Erreger in einer Probe, die laut dem Test per Mikroskop negativ war. Wir überprüfen das dann nochmal und viele davon sind tatsächlich positiv. Wir geben die Ergebnisse dann an die Gesundheitseinrichtungen weiter, damit die Patienten unter Beobachtung gestellt werden. In Mosambik hat es zuletzt wieder mehr Tuberkulosefälle gegeben. Im vergangenen Jahr sind hier rund 20.000 Menschen an der Krankheit gestorben. Für Apopo sind die Tests mit den Ratten schneller und günstiger als herkömmliche Untersuchungen. Fast 100 Proben können die Nager in einer halben Stunde beschnüffeln. Das Gesundheitsministerium verfolgt die Forschungsarbeit mit Interesse. Die offizielle Genehmigung steht aber noch aus. Bis es soweit ist, könnten noch Jahre vergehen. Bis dahin forscht Apopo weiter mit den Ratten im Kampf gegen die Tuberkulose.